David gegen Goliath. Weil Hedgefonds auf fallende Kurse beim Computerspielehändler GameStop gesetzt hatten, taten sich Anleger zusammen und wollten den Managern eins auswischen. Das ist ihnen auch gelungen, denn die Kurse sprangen zwischenzeitlich um 158% ins Plus. Und die Hedgefonds hatten ein Problem. Ja, man denkt zuerst an die Robin Hoods gegen den bösen Sheriff von Nottingham, der Sheriff in Form der Hedgefonds, die der Meinung sind, eine GameStop-Aktie ist viel zu teuer, da müssen wir dagegen halten, indem wir die Aktie leer verkaufen. Das heißt, man hat sie gar nicht, man verkauft sie einfach in der Hoffnung, mit dieser Marktmacht den Kurs der GameStop-Aktie so weit zu drücken, dass man sie unten sehr preisgünstig wieder einkaufen kann. Pustekuchen, da hat man mit Zitronen gehandelt, weil ja sich, sag mal, ein virtueller Flashmob, eine Revolution von unten der Aktionäre, der interessierten Aktionäre an GameStop dagegen verwandt haben und die Aktien nach oben getrieben haben, mit der letzten Konsequenz, dass die Hedgefonds die Aktie kaufen mussten, zurückkaufen mussten, damit massiv natürlich die Aktienkurs nach oben getrieben haben. Das heißt, die Hedgefonds scheinen ihre Macht verloren zu haben. Wir sprechen zudem gleich über Apple, Facebook, Tesla und haben als Top-Empfehlung SAP heute im Programm. Und damit herzlich willkommen zu Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Ja, die großen Tech-Namen Apple, Facebook, Tesla, sie alle haben Zahlen am Mittwochabend präsentiert und die fielen eigentlich recht solide aus. Was Tesla angeht, ja, ein Phänomen sicherlich, aber Marketing alleine ist natürlich nicht immer der Heilsbringer. Herr Musk ist sicherlich ein guter Marketingmensch, aber wer permanent das Filetsteak ja einem vor die Nase hält, aber dann eigentlich nur Erbsensuppe liefert, weil man sagt, ich habe immer noch viel zu wenig Autos, die ich ausliefern kann und bin trotzdem immer noch viel teurer als die gesamte deutsche Automobilpräsenz, dann passt das vielleicht nicht so. Also da muss er vielleicht mal überlegen, ob er an seinem Image ein bisschen arbeitet, am Geschäftsmodell. Er macht ja vor allen Dingen auch sehr viel im Handel mit Emissionszertifikaten. Ohne die wäre er gar nicht im Plus, also auf dem Gewinnplusseite. Ich denke, auch das ist eine Stilblüte, wo man sagen muss, längerfristig werden die deutschen Autokonzerne diesen Hype wahrscheinlich wieder einholen. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsenwissen verbessern wollt, dann schaut doch einfach mal auf die kostenlosen Börsenwebinare der Trading House Börsenakademie. Ihr könnt bequem teilnehmen vom Homeoffice aus dem Büro raus und seid einfach dann mit dabei. Die nächsten Termine: am 9. Februar automatisierte Handelsstrategien vom Portfoliomanager André Stagge in ihrem Depot umsetzen und am 18. Februar Börse für Einsteiger, das Webinar für jeden, der an der Börse agieren möchte, mit Ronny Bürger und Wolf Dreistein. Meldet euch am besten jetzt kostenlos an unter trading-haus.de. Der DAX war in dieser Woche eher im Rückwärtsgang zu Hause. Ja, Sorgen um die Verschiebung von Lieferungen der Impfstoffe drückten unter anderem auf die Stimmung. Im Augenblick sagt man mal, jetzt lassen wir auch mal die Luft raus aus dem Kessel, ja, aus dem Überdruckkessel. Gewinnmitnahmen nennt man das ja auch, die Hedgefonds scheinen etwas zu verkaufen. Aber man muss jetzt keine große Angst haben, dass sich hier der Aktienmarkt längerfristig nach unten verabschiedet. Klar, mit Corona, mit Lockdowns wird die Konjunkturerholung etwas nach hinten verzögert. Aber wir werden sicherlich sehen, gerade im Wahljahr auch in Deutschland, dass wir noch weitere massive Konjunkturprogramme sehen, auch übrigens weltweit. Die Konjunktur muss unbedingt laufen. Ich sage ja immer, die Politik muss für Ruhe auf der Straße sorgen, für soziale Ruhe. Also der Konjunkturaufschwung wird verzögert, aber er wird kommen. Und dann braucht man Aktien, gerade im konjunkturellen Bereich. Die gibt es ja auch zum Glück auch in Deutschland sehr stark. Da muss man keine Angst haben. Und die Geldpolitik, die bleibt auf der Überholspur. Das heißt, die Alternativanlageform bleibt natürlich schwierig. Haben vor kurzem ja auch vom US-Notenbankpräsidenten gehört, es gibt keinen Grund, dass wir hier irgendwie restriktiv werden. Also das billige Geld wird die Aktienmärkte weiter treiben und auch im Hightech-Bereich, die Geschäftsmodelle sind ja durchaus valide. Digitalisierung gehört dazu und wird weiter voranschreiten. Und wir schauen jetzt auf die Top-Aktienempfehlung in dieser Woche und das ist SAP und da lief es zu Wochenstart besonders gut. Die Aktie ging sogar über die Dezember-Hochs. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte infolgedessen ein Kaufsignal auslösen.
Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier eine Long-Chance. Solange die Unterstützung bei der SAP-Aktie hält, dürften weitere Gewinne bis in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 113,83 Euro noch folgen. Eine Verlustbegrenzung sollte die einstige Hürde von rund 105 Euro vorerst allerdings nicht überschreiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.